Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vela World Folge 2. Wir sind hier draußen und versuchen die Taube Huck zu bekommen. Die sitzt da oben noch und pickt den alten Fisch kaputt. So, wir haben in der letzten Folge am Ende noch Taubenfutter bekommen und eine Convoy-Handpuppe. Das klingt ja schon mal ganz gut. Können wir... Puh, das riecht ja widerlich. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte das mit dem Wurm verwenden. Hey Wurm, du siehst durstig aus. Vielleicht wird er jetzt betrunken. So, komm her. Die Party ist vorbei. So, können wir den mit... Eher schwierig. Ja, können wir den mit... Ich schätze, er merkt eh nicht mehr viel. Oh Gott. Nein. Robert, mach doch nicht sowas. Ich sag dazu nichts. Das könnte Spaß machen. Ja. Geladene Steinschleuder. So, auf was soll ich zuerst schießen? Auf die Taube. Okay, Taube. Du wolltest ja nicht auf mich hören. Jetzt lässt du mir keine andere Wahl mehr. Das scheint sie nicht besonders zu stören. Aber den Korken nehme ich wieder mit. Ja, können wir den noch ein bisschen mit Taubenfutter? Das mache ich nicht. Nein. Hey, der Beutel ist ja leer. Was ist los? Willst du etwa dein Geld zurück? Naja, den Faden kann ich ja behalten. Den Faden. Mhm. Wenn ich das... Jetzt haben wir einen Kescher. Bekomme ich einen prima Kescher? Das ist zu. So ja. Können wir das mit dem alten Fisch kombinieren? Das ist zu hoch. Da kommt er nicht hoch. Das mach ich. Steinschleuder und dann... Okay, Taube. Jetzt lässt... Na, okay. Das scheint sie nicht. Aber den... Auf den alten Fisch schießen? Na gut. Ich hoffe nur, ich tue ihm nicht weh. So, Wurm, du bist wieder frei. Aber der Korken bleibt bei mir. Lebt der Wurm noch? Kann ich mir nicht vorstellen. Du entkommst mir nicht. Hey! Und was glaubst du, was du da machst, du Clown? Kleiner Tipp. Du klaust gerade meine Taube. Oh ja, was? Ich klau keine Taube. Sie hat Conroy beklaut, sonst hätte ich sie ja nicht geklaut. Bist du eigentlich öfter hier? Wie auch immer. Huck, komm her. Sag deinem Conroy, von nun an weht ein anderer Wind. War nett, dich kennenzulernen. Okay, ganz ruhig. Was würde Conroy jetzt tun? Oh nein, er wird mich umbringen. Ich muss diese Taube finden. Und das Mädchen. Vor allem das Mädchen. Wenn ich bloß ihren Namen wüsste. Laura, gesucht wegen Diebstahl, Staatsfeindlichkeit, Körperverletzung, Kaugummikauen in der Öffentlichkeit, Basilienerzürnung. Sie hat ein hübsches Lächeln. Ja. Okay. Na, dann wird sich ja Conroy freuen, wenn wir die mit nach Hause nehmen. Bevor sie hier... Ja. Den alten Fisch können wir auch mitnehmen. Der ist ja ganz fettig. Ich kann ihn nicht packen. Können wir den in den Kescher tun?
Das mache ich nicht. Das machst du nicht. Ja gut, wenn er fertig ist, ne, können wir nichts machen. Na gut, dann würde ich mal in die Bargasse langsam gehen. Haben wir noch irgendeinen Fun Fact? Ja, Basilien kann ich, oder Basilien kann ich mal vorlesen. Das ist Bild 3c. Genau. Die asposischen Windgötter, 3a, sind sehr jähzornig. Es handelt sich dem Glauben der Asposa zufolge um lange schwebende Drachenwesen, die in der Lage sind, sündige Asposa mit ihren Blicken zu versteinern. 3b. Vorsicht, einem versteinerten Basil sollte man aus dem Weg gehen. Man war sich sehr lange uneinig, ob sie überhaupt existieren oder nur eine Erfindung, 3c, von übereifrigen Eltern waren, die ihre Kinder dazu bringen wollten, ihre Wurzeln zu essen. Sämtliche Zweifel beseitigten sich jedoch von selbst, nachdem die Basilien persönlich auftauchten, um die Gerüchte über ihre Nicht-Existenz ein für alle Mal zu beenden. Seither gehören Versteinerte, die den Basilien zum Opfer gefallen sind, zum Stadtbild. Im Flug ist der Mund geöffnet, der Wind strömt durch seinen Körper. Mund geschlossen, bereit zum Versteinern. Aha, da muss man also aufpassen, wenn der Mund geschlossen ist, da können die einen versteinern. Conroy-Handpuppe, die haben wir dabei. Haben auch sie jederzeit geistliche Unterstützung. Die Abt-Conroy-Handpuppe, Bild 4, ist ein Produkt aus Conroys ausgefeilter Merchandising-Palette. Sie kann sprechen und steht einem, wenn man sie festdrückt, mit Conroys Weisheiten zur Seite. Dabei ist sie auch sehr weich und hat keine scharfen Kanten, sodass auch der kleinste Gläubige sie fest ans Herz drücken kann. Warnung, besteht aus 120% chemisch behandelten Polyester, färbt ab und kann und wird Allergien hervorrufen. Fisch. Den Fisch haben wir dabei. Ach nee, den haben wir noch nicht dabei, der liegt da noch. In Asposien gibt es keine natürlichen Fische. Sie werden als Taubenfutter hergestellt, und zwar aus Eiweiß und Alufolie. Bis heute ist man sich nicht sicher, warum und wie die Asposer überhaupt darauf gekommen sind. Na dann, gehen wir mal zur Bargasse. Diese Melodie, sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Hallo. Hallo, junger Mann. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Ich bin auch neu in der Stadt. Wer kommt denn bitte freiwillig hierher? Eigentlich suche ich nur jemanden. Hast du ein Mädchen mit einer Taube hier langkommen sehen? Sie heißt Laura. Die von den Fahndungsplakaten? Ja, die ist eben an mir vorbeigelaufen. Ich muss sie finden. Wie gut es sich da trifft, dass ich weiß, wo sich die Kleine herumtreibt. Was? Wirklich? Oh toll! Ihr müsst es mir sagen. Sie hat Conroy bestohlen. Der arme Conroy. Ich habe ja nichts, was man stehlen könnte, seit mein Mann mich verlassen hat. Das tut mir leid. Braucht es nicht. Er wurde versteinert. Oh. Ja, zumindest auf die Basilien ist Verlass. Du weißt also, wo sie ist? Ich weiß so einiges, mein Kleiner. Aber jedes Wissen hat seinen Preis, wenn du verstehst, was ich meine. Aha. Du verstehst es nicht, oder? Ich fürchte, nein. Ich würde es dir ja gerne sagen. Aber die Sorge um mein Baby hat mich vergesslich gemacht. Wenn ihm wieder warm würde, könnte ich mich bestimmt besser erinnern. Mhm. Das ist ja ein wunderschönes Baby. Dieses Lied, es erinnert mich an etwas. Schön, nicht wahr? Meine liebe Mutter hat es mir auch immer vorgesungen.
Deinem Baby ist also kalt? Aber es guckt so glücklich. Ja, mit einem Lächeln kann es die Welt besser ertragen. Also die Kälte. Oder den Hunger. Oder die Hoffnungslosigkeit. Oh, das tut mir leid. Wie leid? Was? Naja, Mitleid bekomme ich überall geschenkt. Was ich wirklich brauche, ist etwas zum Anziehen für mein Kind. Oh, das kann ich verstehen, aber ich muss jetzt wirklich... Danke, du bist ein Engel. Also ich dachte da an sowas wie ein Leibchen. Ein was? Ein Leibchen aus Erdbeergarn. Zum Anziehen für mein Baby. Aber woher bekomme ich so ein Leibchen für dein Baby? Wenn ich das wüsste, würde ich mich selber darum kümmern, glaub mir. Aber ich muss nun einmal hier bleiben und die wenigen Habseligkeiten, die ich besitze, beschützen. Und das Baby. Wo soll ich nur anfangen zu suchen? Dir fällt da schon was ein. Oh, und es sollte schon echtes Erdbeergarn sein. Aber das ist doch der teuerste Stoff von Asposien. Der Stoff der Windmönche, der Herrscherstoff. Das Baby besteht darauf. Oh, ja, natürlich. Ich schätze dann... Solltest du mal anfangen, danach zu suchen. Okay, also ein Leibchen aus Erdbeergarn. Kann ich nicht einen normalen Stoff dafür? Wenn du willst, dass das arme Kleine weiter friert, willst du das? Nein. Dann besorg lieber schnell das Leibchen. Okay. Gut, ja. Na dann, auf Wiedersehen. Okay, falls du mich suchst, weißt du ja, wo ich bin. Ich werde sicher nicht nach Hause gehen. Ein Leibchen aus Erdbeergarn, also. Gut. Komm hier weiter? Nein. Zum taumelnden Phosphors. Apropos Phosphors. Phosphors. Die innere Welt hat keine Sonne, um beleuchtet zu werden. Dafür gibt es die sogenannten Phosphors, Bild 10. Das sind kleine, quallenähnliche Wesen, die leuchten, wenn sie mit Wind in Berührung kommen. Bei Windstille schlafen sie sofort ein, werden dunkel und sinken zu Boden. So können sie Jahrtausende im Schlaf überdauern, ohne dabei zu altern. Kommen sie eines Tages wieder mit Wind in Berührung, sind sie auch nach 1001 Jahr putzmunter und beginnen wieder zu schweben, als hätten sie nur kurz ein Nickerchen gemacht. Phosphors in ihrer natürlichen Formvielfalt. Dann geht's jetzt weiter. Hier ist der Hinterhof. Okay. Versteinerter Asposa. Das sieht schlimm aus. Was er wohl getan hat, um den Zorn der Basilien auf sich zu ziehen. Und vor allem so mitten in der Stadt. Lieber nicht, nachher werfe ich ihn noch um. Man denke nur an den Vorfall vor 10 Jahren. Die Gelehrten bezeichnen ihn bis heute als den Dominotag. Ich will's gar nicht wissen. Also entweder hat hier ein Basilienangriff stattgefunden, oder irgendwer hat ein Haus ohne Dach gebaut. Ich glaube, das Zweite, ja. Was soll ich denn mit einem Haus ohne Dach? Das stimmt. Ist schon ganz schön nutzlos. Gut, hier ist ein kleiner Junge. Ach, der kleine Junge spielt. Ich habe früher immer Flucht aus dem Palast gespielt. Conroy hat sogar mitgespielt. Ich habe nie gewonnen. Ich finde Robert toll. Und ich finde es auch super, wie also hier alles zerstört ist und alles so, Hilfe und so. Und der kleine Junge spielt hier daneben. Finde ich auch sehr, sehr schön. Hallo, Kleiner. Freund oder Feind? Freund? Wenn du ein Feind bist, würdest du das wahrscheinlich auch sagen. Ich bin Betze, Gentleman, Abenteurer und Erforscher des Unbekannten. Nenne dein Anliegen. Der erinnert mich an den kleinen Jungen in The Nightest Rabbit. Karte, Phosphors, Topf. Stimmt, der hat hier ein kleines Phosphors. Karte. Was hast du denn da für eine Karte? Das ist meine Schatzkarte. Sie führt mich zum Schatz der Basilien. Na, das klingt ja super. Wo ist denn dieser Schatz?
Hier steht, dass er irgendwo im Wurzelwald versteckt ist. Oh, am gefährlichsten Ort in ganz Asposien? Bisher ist niemand lebend aus dem Wald zurückgekehrt. Ja, ich weiß. Ich war da mal mit einem Nachbarsjungen auf Schrofjagd. Ich hab ihn dann da angebunden. Der ist auch nie wieder aufgetaucht. Oh. Ja, aber meine Mama hat gesagt, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ist das dein Phosphos? Ja, es heißt Foss. Ich hab ihn gerettet. Ach ja? Wie denn das? Er war gefangen auf dem höchsten Turm von Asposien. Ist der höchste Turm von Asposien nicht der Leuchtturm, der nicht mehr leuchtet? Hm. Ja, ich erinnere mich, wie Conroy mir erzählt hat, dass jemand das Phosphos aus dem Turm gestohlen hat. Nicht gestohlen, befreit! Oh. Das ist ein schöner Topf, den du da hast. Hast du gerade Topf gesagt? Dieser Helm hat mir schon unzählige Male das Leben gerettet. Zum Beispiel, als ich die Wurzeltrolle abwehren musste. Aha, und wie hast du das gemacht? Feuer! Du meinst doch nicht den großen Brand vor 2 Jahren? Die Wurzeltrolle hätten sonst ganz Asposien vernichtet. Und die Überschwemmung hat doch das Feuer gelöscht. Warst du das etwa auch? Wenn du fragst, ob ich damit allen das Leben gerettet habe, so lautet die Antwort ja. Der kleine Junge, der für alle Katastrophen hier in Asposien verantwortlich ist. Ach schön. Schatz der Basilen. Was ist denn der Schatz der Basilen? Der Schatz der Basilen ist so unglaublich geheim, dass niemand weiß, wie er aussieht. Aber höchstwahrscheinlich ist er in einer Kiste. Und was genau haben die Basilen in diese Kiste reingetan? Ihre Augen! Igitt, was willst du denn damit? Keine Ahnung, ich werde mal versuchen, sie kaputt zu machen. Warum hast du denn nicht einfach ein anderes Haustier? Wie zum Beispiel eine kleine flauschige Wollmaus? Ich hatte mal ganz viele Wollmäuse, aber die sind immer durch die Gegend geflogen. Oh, sie sind dir davon geweht? Wollten sie, aber das konnte ich verhindern. Ach so, und wie hast du das gemacht? Ich habe sie auf den Boden getackert. Oh. Dann sind sie da geblieben. Oh. Ja, dann hatte ich 2 Spindelraupen. Die sind aber auch immer weggekrochen. Aha. Da habe ich sie festgetackert. Oh. Und dann hatte ich einen Wolf. Oh nein. Der wollte aber auch nicht da bleiben. Bitte rede nicht weiter. Ja, Mama hat gesagt, ich soll mich von Tieren fernhalten. Ja. Und von Tackern. Na, zum Glück bleibt Foss da. Obwohl, also ich will nicht wissen, wie er denn hier Foss... den Phosphos hier festgemacht hat. Phosphos sind mittlerweile ziemlich selten. Ja, ich weiß. Darum war es auch so schwer, an das hier ranzukommen. Hast du dir schon mal überlegt, dir ein anderes Tier als ein Phosphos zuzulegen? Zum Beispiel? Naja, vielleicht eines, das nicht so leicht, kaputt geht. Zum Beispiel ein Ziegelstein... Es ist ja schön, dass du so viel Fantasie hast. Aber glaubst du nicht, dass deine Mama ihren Topf vermisst? Das ist ein Helm aus Staluminium. Ich weiß noch, wie ich damit die sagenumwobene Schrofarmee der Schrofe zurück in den Wurzelwald getrieben habe. Weiß eigentlich deine Mama, dass du hier ganz alleine spielst? Ja, sie hat gesagt, wenn ich will, darf ich sogar draußen schlafen. Das ist, verständlich. Ja, ich glaube, an dieser Stelle machen wir aber in der nächsten Folge weiter. Na dann, Detze, viel Spaß noch bei deinem Spiel. Welches Spiel? Okay. Ja, an dieser Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.